Ja, die Kollegin hat eben die Idee gebracht. Ja, es wäre doch spannend, mal zu sehen und so. Von Gielen jammern halt meistens. Und es nimmt halt eben schon Wunder. Dann haben wir gedacht, ja, gehen wir halt mal schauen. Aber einfach so mehr aus reiner Neugier, auch bei mir vor allem. Es hat mich eigentlich schon lange interessiert, so, wie das hier läuft und was man so machen kann. Was es da für Voraussetzungen gibt und einfach verschiedene Bereiche. Und eigentlich eben aus Interesse mal ein bisschen genauer hineinzublicken. Also ich hätte so richtig Sanitäter hätte ich noch cool gefunden. Oder etwas mit einer Waffe. Ja, also wie das Zeug alles heisst, weiß ich auch nicht. Aber einfach, ja, ich hätte es mal interessant gefunden, ein bisschen die verschiedenen Waffen zu kennenlernen und vielleicht, wie man mit ihnen schießt und umgeht. Es war einfach so ein bisschen die Überraschung, dass wir so, also ja, ein bisschen speziell aufgenommen wurden und so. Das habe ich nicht erwartet, dass wir gedacht, wir sind also, ja, sind wir eigentlich auch gleichgestellt wie alle anderen, aber dass wir am Anfang vorne sitzen und so, hat mich ein überrascht. Ja, Testen sind eigentlich die, die ich erwartet habe, eben so Sporttests und so. Das eben der psychische Test, eben die Psychologie und so, das finde ich auch, sollte man machen, ist auch gut. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir wieder Krieg werden haben und es reicht eigentlich, also es ist immer eigentlich ein Männer. Ding und also ja, man hat ja eigentlich genug Männer, die das ja so machen und es gerne machen zum Teil. Und dann muss man die Frauen nicht auch noch dazu verpflichten, denke ich mir. Also freiwillig reicht. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, ich bin sehr für Gleichberechtigung und so. Das würde aber auch heissen, dass auch Frauen ins Militär müssten. Ich finde es eigentlich sehr schwierig und ich weiß nicht, ich würde mich nicht gerne zu diesem Thema äußern, weil es ist halt politisch und je nachdem kann man so falsch verstehen. Von dem her, ja. Also die Hilfe, die man leistet, dann eben die verschiedenen Bereiche und Disziplinen, die man dann haben muss und auch einfach die eigenen Grenzen erreichen, sich selber vielleicht auch noch ein bisschen besser auf andere Weise kennenlernen. Ja, also ich weiß es jetzt noch nicht, ob ich es wirklich machen würde oder nicht. Also im Militär arbeiten weniger. Also ich könnte mir mehr vorstellen, so später mal im Roten Kreuz oder so helfen. Wir machen ja halt FMS, Sozial- und Gesundheitsberuf. Und das würde mich vielleicht mal interessieren, später zu machen. Aber jetzt so im Militär wirklich nein, nicht wirklich.